Willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Wir sind hier in ein neues Areal vorgestoßen, haben scheinbar Verbündete gefunden. Darf ich die Karte auch lesen? Scheinbar nicht. Ich frage mich gerade, ob ich vielleicht jetzt mal zurückkehre und diese eine Nebenquest noch mache. Wir hatten ja noch eine Nebenquest. Und beim ersten Mal Nebenquest haben wir auch eine sehr geile Sache bekommen, den Dietrich. Vielleicht wäre es ganz gut, die andere Nebenquest auch nochmal zu versuchen. Ich glaube, die soll dann wahrscheinlich nahe des Gulags sein, ne? Mal gucken, ob die noch machen können. Dann würde ich es mal versuchen. Wir gehen mal vorher noch hier oben wieder hin, zum Funkturm. Von da aus können wir in den Gulag-Bereich reinrodeln. Wir können uns aber dann vorher nochmal anschauen, was er im Angebot hat. Vielleicht wechselt das Angebot ja auch zwischendurch und ist nicht immer das gleiche. Ich war ja nie wieder da. Und dann können wir gleich mal sehen, wie viele Münzen wir haben, wie viel wir noch brauchen. Ich meine, es waren 125 insgesamt. So viele haben wir sicherlich noch nicht. Aber so sehe ich auch schnell mal, wie viel wir schon haben. Kann ich auch so wahrscheinlich irgendwo nachgucken. Aber ich verbinde es mal gleich mit ein bisschen Schaufensterbummel. Ja, das Zeichen habe ich euch ein bisschen verkürzt. So, die Sowjetanlage. Ja, ja. Kann ich da oben auch was machen? Ich weiß gar nicht, ob ich schon wieder neue Sachen hier machen könnte. Mit all den neuen Gadgets, die ich habe. Vorstellbar wäre es. Hast du noch mehr Goldmünzen gefunden? Ich glaube, sie werden misstrauisch. Vielleicht muss ich kurzfristig abtauchen. Steigklemmenantrieb, Gewehrgranatenwerfer. Ein Kommando-Outfit. Da sind die Werkzeuge. 175 waren es sogar. Von wegen 125. Uff. Das ist heftig. Also da soll ich noch weiter sparen. Die Waffen sind für mich alle nicht so notwendig, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich spare dann einfach weiter. Weil ich glaube, es macht mehr Sinn. Sich dann gleich die Upgrade-Werkzeuge zu holen. Wie ist es mit der Quest? Ist sie noch da? Ja. Und zwar hier irgendwo soll sie sein. Retten Sie die verbleibenden Gefangenen. Soll ich dann von der Höhle aus starten? Ich bin mir nicht sicher, was jetzt am sinnvollsten wäre. Weil ich sollte doch eigentlich in den Gulag, oder? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da wieder rein sollte. Der war wo? Hier. Aber da sollte ich gar nicht hin. Na gut, wenn das nicht so ist, dann gehen wir dahin, weil da blinkt es gerade grün. Ich dachte immer, ich müsste dahin, aber das habe ich ja wohl falsch in Erinnerung gehabt. Kann ich noch irgendwo meine Nebenquests rein anschauen? Ja, ne? Irgendwo war das möglich. Fragt sich nur, wo. Ich weiß natürlich nicht mehr, wo das war. Missionen, Herausforderungen. Die Pechvögel. Ah, hier, siehst du, Gulag-Aufklärung. Okay, also es gab eines mit Gefangenen, das war das da hinten. Und im Gulag sollen wir auch noch aufklären. Das waren also zwei Missionen sogar noch. Da würde ich erst diese Gulag-Aufklärung machen wollen. Ah ja, da können wir nämlich direkt reinrodeln. Über den Funkturm hier. Dann machen wir mal die Nebenquest nebenbei. Ich habe echt Spaß am Spiel und würde gerne auch hier und da eine Nebenquest mitnehmen. Und die erste Nebenquest hat uns den Dietrich gebracht. Ich würde mal gerne wissen, ob die anderen Nebenquests auch so extrem relevante Belohnungen mit sich bringen. Schaffe ich das jetzt nochmal, Lara, oder eher nicht? Was meinst du? Okay. Ich könnte auch die Flaggen jetzt abschneiden, ne? Wenn ich mal zufällig vorbeikomme, schneide ich mal so eine ab. Aber ich werde die jetzt nicht ablaufen, das ist mir einfach zu viel des Guten. So, was hätte ich eigentlich hier verbinden können? Euch beide nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Wo, um Himmels Willen, ist das Seil? Das ist nicht mehr da, oder? Das Seil, was ich damals benutzt habe, ist jetzt gar nicht mehr da. Okay, dann werde ich von hier aus hier gar nicht mehr reinkommen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier runtergegangen sind. Aber das Seil ist wohl nicht mehr vorhanden. Dann kann ich das natürlich vergessen. Na gut, dann müssen wir doch nochmal quick traveln. Gibt wahrscheinlich irgendwo im Gulag auch einen Punkt zum Reinreisen. Halt so. Meinetwegen.
Sollten wir nur verschiedene Dokumente und so weiter finden. Okay, wir sind hier, ne? Jetzt habe ich immer noch diese Höhle auf der Karte markiert. Das würde mich nur verrückt machen. Lass wieder kurz die Markierung eben wieder runternehmen. So. So. Fragt sich, ob wir Feinde nachspawnen, ob das Lager jetzt komplett leer ist, ne? Die Dose wollte ich nicht, danke. Das Erz wollte ich. Es sieht gerade so aus, ob hier alles menschenleer wäre. Da waren die Wachpläne. Ich wollte diese Leiter hoch. Ist nicht mal eine. Jetzt kann ich vielleicht nochmal dieses eine Ding zerstören, ne? War das hier noch irgendwo? Oder war das vorher? Ich hatte hier noch so einen Laptop nicht zerstören. Mal gucken, ob ich die noch zufällig mal finde. Das waren die Beweise für die archäologischen Funde. Okay. Ich bin überrascht, dass die Leichen hier noch looten kann. Bin ich vielleicht zu weit schon? Ja, ich glaube, ich muss weiter nach hinten laufen, oder? Ich glaube, hier komme ich sonst gar nicht mehr hin. Ich bin mir auch nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich soll weiter. Ja, hier geht es gar nicht weiter. Ich glaube, damals waren wir da durch oder irgendwie. Und das war, glaube ich, auch der Bereich, wo wir dann irgendwann runtergestürzt sind, ne? Deswegen darf ich da wahrscheinlich nicht mehr hin, weil das eigentlich nur ein Story-Bereich war. Dann muss der Rest ja in der anderen Richtung sein, wenn es hier nicht weitergeht. Na, schauen wir mal. Du blendest mich. Das erlaube ich dir nicht. Ich muss ein bisschen was Geister, dass man backtrackt und keine Gegner mehr da sind. Würde jetzt plötzlich ein Gegner auftauchen, würde ich mich umso mehr erschrecken. Das war der Brandbereich, wo ich nicht mehr hochkam. Komme ich jetzt hier hoch? Weil ich hätte damals schon mal geguckt beim... Ah, guck mal. Die war aber damals noch nicht hier. Ich habe ja extra mal gesagt, irgendwann kann man wahrscheinlich zurück hier, weil irgendwas sich verändert. Zu dem Zeitpunkt war die Leiter aber nicht hier, als ich zum ersten Mal geguckt habe. Jetzt ist sie halt da und da ist der Laptop, den ich damals übersehen... Also nicht übersehen habe, sondern nicht mehr erwischen konnte. Den Dietrich können wir nochmal anwenden, auch nicht verkehrt. Okay, warum? Achtung, Angriff? Hallo. Ich bin's. Ja gut, wir sind doch wieder Gegner, okay. Zumindest ab hier. Offensichtlicherweise. Wahrscheinlich mehr. Ich sehe kaum was, weil das so hell ist. Ach Mist, die ist nicht erst nicht gestorben. Mist. Ach komm schon. Ist nicht gerade diese Markierung, oder? Ist das das Gelb, was ich da gesehen habe? War das die Markierung? Nein. Das war nicht die Markierung, oder? Dass man mehr als einen abschießen kann. Nee, das war nur, dass er mich fast gesehen hat, okay. Er wollte im Nahkampf zu mir laufen. Was ist los mit dir, mein Freund? Du siehst etwas verwirrt aus. Okay, was ist das hier? Warum ist hier ein Funkgerät? Weil
Oh. Ablenkungsobjekte. Okay. Also keine große Relevanz. Hier sind viele Shotgun-Schüsse. Ich hatte auch gar keine Shotgun, oder? Nee. Geht das Spiel davon aus, dass ich eine haben sollte? Vielleicht bekomme ich auch eine für die Quest, das wäre witzig. Das wäre auf jeden Fall wertvoll dann. Da würde ich mich nicht beschweren. Ach, diese blöden Dosen. So. Das waren die Truppenbewegungspläne. Jetzt haben wir alles hier rausgeholt. Das ist natürlich die Frage. Ich glaube, mir fehlt noch einer von diesen komischen Laptops. Ne? Ich meine, ich will jetzt eigentlich nicht ewig danach suchen. Das ist es mir absolut nicht wert. Aber vielleicht lohnt es sich trotzdem, wenn wir jetzt eh schon mal hier sind, mal ein bisschen zu backtracken, weil wir vielleicht noch hier und da was öffnen können, was wir vorher noch nicht öffnen konnten. Ich erinnere mich da an ein paar Dinge, die mir noch so halb im Gedächtnis geblieben sind. Das kann ich nicht öffnen, ne? Ja. Auch nicht aufschießen oder so. Hier war nämlich, glaube ich, in der Nähe eine Tür. Mit Dietrich. Ich würde mich nicht wundern, wenn da was Besonderes wäre. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir da jetzt so hinkommen. Sind hier wieder Gegner in dem Hauptlager? Das könnte ich mir gut vorstellen, ehrlich gesagt. Noch sehe ich nichts. Ich muss nochmal dich dran befestigen. Ich bin wieder am Rätseln. Hier ist keiner jetzt aufgetaucht, das ist gut zu wissen. Aber da ist der letzte. Hey. Juhu, irgendeine komische Nebenquest erfüllt. Oder optionale Quest, die wir auch hätten lassen können, aber immerhin. So, jetzt gehe ich noch so weit zurück, wie ich kann, weil ich meine, das war irgendwo hier mit diesem einen Durchgang. Aber ich glaube, ich irre mich gerade. Das war viel früher im Spiel. Das war ja noch bevor wir gefangen genommen wurden, oder? Ja, stimmt. Das muss irgendwo anders gewesen sein. Da komme ich wahrscheinlich gar nicht mehr so hin. Gut möglich, dass ich jetzt ein bisschen sinnlos rumirre. Das will ich auch nicht zu lange machen. Ist halt ja auch nur Zeitverschwendung. Ja, nee, hier kann das nicht sein. Das muss irgendwie viel früher im Spiel gewesen sein. Ich kann mich noch erinnern, dass wir also einen Toten gesehen haben. Das war nahe dem ersten Revolver, den wir bekommen haben. Da haben wir nämlich dann auch einen Raum gehabt, der verschlossen war mit dem Dietrich. Aber das war vor der Tat, dass wir gefangen genommen wurden. Es kann sein, dass ich da gar nicht mehr hinkomme. Ja, ich laufe hier auch gerade ein bisschen im Kreis, was auch Blödsinn ist. Gut, dann, das Dumme ist, wir müssen jetzt ganz zum Gulag-Feuer zurück, ne? Das ist ein bisschen nervig, weil das Gulag-Lagerfeuer ist echt zentral hier. Ich muss immer wieder ziemlich viele dieselben Orte nochmal durchschreiten, das ist super doof. Das ist hoffentlich nicht tödlich, gut. Oder gibt es hier irgendwie einen schnelleren Ausweg? Irgendwo, wo ich mittlerweile raus kann, wo ich vorher nicht rausgehen konnte? Ich glaube nicht, ne? Hier ist immer noch dicht. Und da hinten an der anderen Seite wahrscheinlich auch. Und das würde heißen, ich komme hier nicht schnell raus. Hier komme ich nicht schnell raus. Okay. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich wieder am Feuer sitze, ja? Weil das jetzt einfach nur Backtracking ist, das Zurücklaufen zum Feuer. Also bis gleich. So, da wären wir wieder. Jetzt müssen wir die Quest natürlich noch abgeben. Ich weiß gerade gar nicht mehr wo. Ich schätze mal bei der Höhle, wo die sich verstecken. Wir haben die Quest, glaube ich, von da aus angenommen, ne? Schauen wir mal. Lade, lade, lade.
So. Weil die eine Flagge hier gerade sehr nah dran ist. Hattet ihr drin nicht auch eine Quest gehabt? Nee, ne, oder? Ich weiß nicht mehr, welche von wem kam. Haben Sie sie gefunden? Noch nicht. Okay. Werde ich noch. Er hat nach den überlebenden Gefangenen oder sowas gesucht. Das heißt, es waren die in der Höhle, die die Pläne haben wollten. Wird mir jetzt auch ziemlich deutlich angezeigt. So, mal gucken, was wir dafür kriegen. Ob es das wert war oder nicht. Mal schauen. Willkommen zurück. Was haben Sie erfahren? Hallo. Alles. Ich glaube, danach haben Sie gesucht. Ja. Ja, das hilft uns, den Widerstand zu planen. Vielen Dank für all Ihre Hilfe. Nehmen Sie. Und gute Reise. Dieses Tal ist selbst in guten Zeiten gefährlich. Hallo. Ein Schalldämpfer für das Gewehr, also generell wahrscheinlich für alle Sturmgewehre und so weiter. Das war's wert. Für die MP jetzt nicht, doch für die MP auch. Also weil es halt auch zu den Gewehren gehört, warum auch immer. Aber das ist natürlich supi. Das ist extrem mächtig, das war's mal wieder wert. Definitiv. Aber er meinte auch irgendwas mit Schalldämpfer, ne? Ich erinnere mich. Jemand hatte ja auch gemeint. So, dann haben wir noch eine andere Nebenquest. Wenn wir schon hier sind, machen wir die auch noch. Und zwar die Pechvögel. Da muss ich mal gucken, wie ich da am ehesten hinkomme. Retten Sie die verbleibenden Gefangenen, ja. War das irgendwo hier in diesem Gebäude? Diese Tür, die ich damals gesehen habe? Vielleicht muss ich da sogar hin. Wir haben Kontakt. Hallo. Ich bin ehrlich, ich habe mich ein bisschen erschreckt. Hat der gerade geteepost? Ich glaube schon. Also es gibt also Orte, wo die Gegner manchmal wiederkommen, ja? Also ich muss ein bisschen... Jacobs Leute mussten hier arbeiten. Ich muss ein bisschen aufmerksamer bleiben. Oh, die Dose. Blöde Dosen immer. Ja. Gut. Da unten soll ich hin. Komme ich von hier aus dahin? Mal schauen. Jetzt, wo wir den Schalldämpfer drauf haben, ist die MP sogar eine ganz gute Waffe, die man konstant in der Hand halten kann und da schnell mit reagieren kann. Das ist ziemlich praktisch. Und hier liegt noch ein bisschen was vergraben. Okay. Also da müssten wir am besten wieder zurück, den Weg, ja? Weil da kommen wir ja eigentlich am ehesten dahin. Wir müssten also von da runter, das müsste machbar sein. Ich müsste nur einmal hochkommen. Hier jemand gehört? Ich hatte gerade das Gefühl, jemanden gehört zu haben, aber wahrscheinlich hat mir das nur eingebildet. Okay. Aber wenn ich da jetzt runtergehe, dann... Wie komme ich denn dann da fest? Das ist wahrscheinlich... Das, wenn ich hinten ankomme, kann ich zurückgehen, das verstehe ich. Ah, hier kann man sich dranhängen, ne? Ah, okay. Ja, alles klar. Nicht ganz so grazil, aber so geht's auch. So, noch eben den Shortcut hier fertig. Und dann geht es da weiter. Irgendwo. Ach, wir können sogar hier zweimal verbinden, deswegen. Okay. Oh. Ach komm. Ich dachte, das wäre ein konstanter Shortcut jetzt, aber ne, scheinbar nicht. Ist in Ordnung. Ich hoffe, dass ich mal nicht runterfalle, dass ich hier nie wieder hin muss. Und jetzt?
Boah, das ist aber knapp. Mir etwas zu knapp. Ja, das war nix. Da muss ich wahrscheinlich hoch, da ist nichts mehr. Ne, gut. Hi. Ja, der andere muss durch die Lüftung abgehauen sein. Wir haben Gesellschaft! Das habt ihr mitbekommen, sonst seid ihr mal viel unaufmerksamer. Oh ja, schon okay. Hab dich! Ne, andersrum, ich hab dich, glaube ich. Ne, nicht ganz, shit, das war nicht tödlich. Aber das. So, hier kann ich jetzt einen Shortcut machen, der viel besser ist, ne? Ich verstehe schon. Dann machen wir den nochmal eben. Ah ja. Ich glaube, das ist der Komplex in der Nähe, oder? Wo ich mal war, wo diese Tür war. Sicher bin ich mir jetzt immer noch nicht. Okay. Ratten, alles klar. Ich glaube nicht, dass ich hier überhaupt nochmal lang soll oder kann. Wo auch immer ich gerade hier bin. Kamen wir mal rein, das weiß ich noch. Ich erinnere mich tatsächlich ein bisschen daran, dass wir hier mal reingekommen sind. Da musste ich nämlich das hier auffackeln mit der Lampe, die da lag. Und hier ist die Tür. Hier saß die Leiche, die haben sie mittlerweile weggeschafft. Und hier ist die Tür, die ich vor die ich nicht öffnen könnte, von der ich heute schon gesprochen habe. Nice. Vielleicht müssen wir sogar hier lang. Weil er uns die Quest hier gegeben, nachdem er uns den Dietrich gegeben hat. Ne? Es wäre möglich, dass es zusammenhängt ist. Aber vielleicht ist es auch einfach nur eine geile Schatzkammer. Und das sieht nach einer geilen Schatzkammer aus. Cool. Nehmen wir mit. Ein Gulag-Ausweis von einem Gefangenen. Hm, okay. Nett, nett. Und wir sind auch richtig hier, wir müssen nur irgendwie noch wieder runterkommen. Scheinbar. Ja, hier hatten wir einen Fight, das weiß ich noch. Wie komme ich denn zu den Leuten, zu denen ich jetzt muss? Ich glaube nicht, dass das hier richtig war. Weil hier komme ich nicht mehr runter, glaube ich, wenn ich hier weitergehe. Kann ich nochmal zurück? Ja. Ich habe das Gefühl, dass das nicht richtig ist. Dass ich hier irgendwo einen Weg finden muss, runterzukommen. Hier. Das sieht gut aus. Hallo, der Herr. Oh Gott, die schlafen hier. Das habe ich gar nicht registriert. Oh Gott. Ich hatte kurz überlegt, wie doof das doch ist, dass der Typ Wache hält, während vor ihm eine Leiche liegt von seinen eigenen Kameraden. Aber das war keine Leiche, der hat da geschlafen. Ups. Das war ein bisschen unglücklich. Aber hier sind wir richtig. Hey, hier drüben. Den Tisch brauchen wir trotzdem. Ich werde sie herausholen. Ja. Na dann, schließt euch den Widerstand an. Okay, Entdeckung bleiben und weiter. Wir verdanken ihnen unser Leben. Cool.
Jetzt können wir die auch noch abgeben. Dann haben wir die Nebenquests noch immer abgeschlossen. Das war ehrlich gesagt eine nette, nette Sache. Wir konnten noch ein bisschen was aufheben. Das war auch ziemlich simpel. Und die erste Belohnung war schon gut. Ich bin gespannt auf die zweite Belohnung jetzt. So, jetzt müssten wir eigentlich möglichst noch wieder einen Feuerpunkt finden, damit ich wieder schnell reisen kann, ne? Ich laufe einfach mal nach vorne. Vielleicht war hier irgendwo einer. Ich nehme mal an. Und dass das so war. Oh, hier ist doch ein Wandgemälde. Noch mehr Sowjetpropaganda. Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. Russisch haben wir schon voll gelernt, aber die extra Erfahrungspunkte sind es ja trotzdem wert. Ich meine, irgendwo waren Feuer. Ah ja, siehst du da. Perfekt. So, Schnellreise. Und dann müssen wir zu dem Typen zurück von eben. Der ist ziemlich nah am Refugium, ne? Das Holzverlager müsste eigentlich auch gehen, aber ich nehme das Refugium und bin mir sicher, dass wir da auf jeden Fall schnell hinkommen. Nicht, dass das Holzverlager irgendwie doch eine andere Ebene ist und dann muss ich wieder unnötig klettern. Aber ich meine, genau neben ihm ist das, also er ist, glaube ich, da, hat dann Feuer und das müsste das Holzverlager sein. Das wäre direkt da gewesen. Was soll's. Dann haben wir die Quests auch hinter uns. Es kommen wahrscheinlich noch mehr Nebenquests. Ob ich jetzt alle mache, das weiß ich nicht, aber hey, die konnte man eben fix machen. Die erste Belohnung war schon sehr gut, der Schalldämpfer für die Gewehre. Bin mal gespannt auf die Belohnung dieser Quest. Das wäre das Feuer gewesen, durch was Holzfällerlager heißt. Ich sehe gerade unter ihm. Gefunden. Unter ihm ist noch was. Gucken wir gleich mal, wie wir da hinkommen. Ich habe die Krieger gefunden. Sie leben. Langsam glaube ich, es war kein Zufall, dass sie ins Tal gekommen sind, Lara Croft. Wir können ihnen nicht viel bieten. Aber ich hoffe, das wird ihnen helfen. Neue Ausrüstung erhalten, der Infiltrierer. Was ist das? Ist das eine Waffe, eine spezielle, oder? Müssen wir mal gucken. Aber hier unten ist noch was drin. Das könnte ein Waffenteil sein. Wir müssen nur schauen, wie wir da reinkommen. Ah ja. Das ist nur dank der Fähigkeit, dass ich Wände meine Schätze auch sehen kann. Ne? Sonst hätte ich diesen Schatz wahrscheinlich nie gefunden. Repetiergewehrkomponente. Das ist die zweite von vier. Ich freue mich schon, wenn wir das freischalten. Super. Dann würde ich sagen, können wir noch ein bisschen weitermachen. Gucken wir erstmal hier. Was der Infiltrierer ist. Offensichtlich kein Shotgun oder sowas. Okay. Was ist der Infiltrierer? Ist das eine Fähigkeit, die wir vorher nicht leveln konnten? Jetzt können wir sie leveln? Ich bin völlig verwirrt. Ich sehe eigentlich nichts Neues. Wir haben noch zwei Punkte, die wir verteilen können, ja. Gucken wir gerade, was ich noch gebrauchen kann. Ich nehme mal diesen Bogenexperten mit. Pistolenexperten, einfach nur ein paar Schnellkills haben. Ich habe mittlerweile, es ist ziemlich egal, was ich lerne. Aber ich weiß echt nicht, was dieser Infiltrator, Infiltrierer jetzt war. Das entzieht sich mir etwas. Ich habe keine normalen Fälle mehr. Überhaupt gar keine. Krass. Ich dachte, ich würde zwischendurch mal irgendwelche einsammeln, aber anscheinend ist es gar nicht so. Ich sollte also vielleicht häufiger mal Tiere wieder jagen. Einfach nur, um wieder in Fälle zu kommen. Das kann ich meine Upgrades gar nicht machen. Aber hier könnte ich noch was machen. Mehr Schaden. Gut. Ja, ich weiß jetzt immer noch nicht, was der Infiltrierer ist. Ach, warte mal, das könnte ein Kostüm sein. Das macht Sinn sogar. Es könnte sich um eine neue Klamotte handeln für sie. Ich gucke mal, ob irgendwas hier Infiltrierer heißt. Da.
Tarnhose und passende olivfarbene Shirt mit Taktikweste. Aufgebund reduziert die Verzögerung, bevor sich die Gesundheit nach Schäden wieder regeneriert. Ich meine, das haben wir jetzt ja freigeschaltet, ganz offiziell, ne? Könnte ich mir ja mal gönnen. Ist ja jetzt kein DLC. Nehme ich mal mit. Hat sich auch was anderes an. Ich glaube, wir werden dann so bald auch keine neue Story-Klamotten bekommen. Ich glaube, Jacobs Jacke ist, glaube ich, erstmal so die letzte gewesen, gefühlt. Oh, hallo. Ich sehe dich da hinten. Wie früher bei der Jagd, ne? Immer schön mit der MP die Rehe niederholzen. So treffe ich auch Hasen. aber das sind Häute, die brauche ich. Ich wusste nicht, dass ich gerade so eine Mangelware an Häuten habe. Ich dachte echt immer, die sammle ich ziemlich fix mit ein, zwischendurch. Na gut, also werde ich in Zukunft wieder ein paar Tiere töten. Ist ja klar? Weiß ich Bescheid. Aber jetzt können wir wieder weitermachen. Ein bisschen Zeit haben wir heute ja noch. Der Typ hat noch eine Mission für uns. Wow. Ja, machen wir die jetzt noch? Der hat 3 Missionen für uns. Ich meine, gut, wir haben letzte Zeit einfach eine Nebenmissionenfolge. Laura, ich brauche Ihre Talente, wenn Sie kurz Zeit haben. Ja gut, dann machen wir halt eine Nebenmissionenfolge heute, wie scheint. Wo ist das Problem? Ich warte auf einen Briefvogel mit einem Bericht über die Bewegungen des Feinds. Wir müssen ihm unbedingt vorausbleiben. Aber der blöde Vogel hat sich wegen des Funkturms in der Anlage verirrt. Was immer das Ding auch aussendet, es stört ihren Orientierungssinn. Unser Informant ist tot. Und so bleibt uns nur diese Nachricht, damit sein Tod nicht umsonst war. Ich weiß, Sie können diese blöde Krähe ebenso gut aufspüren wie die Jäger. Helfen Sie uns? Ich tue mein Bestes. Das wüsste ich zu schätzen. Orten Sie den Briefvogel in der Sowjetanlage. Das klingt ehrlich gesagt echt richtig stressig und nervig. Aber vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Aber ich hoffe, ein Quick Travel macht hier Sinn. Was ist da oben beim Funkturm dann direkt? Ich schätze mal ja, oder? Er sprach ja vom Funkturm. Er wird ja keinen anderen meinen, schätze ich mal. Gucken wir mal. Vogeljagd. Hier können wir noch die Flagge abschneiden, die ist wirklich nah dran. So. Sind wir hier richtig? Was sagte mein Radar, wo ich hin soll? Ist die Quest jetzt noch nicht ausgewählt vielleicht? Also das Spiel sagt mir eher, dass es in diese Richtung gehen würde, also ins Zentralgebiet. Und hier ist irgendwo noch ein... Warum habe ich gerade mein Pad, also mein Controller vibriert? Ich frage mich, warum. Ist hier irgendwas? Da, tatsächlich. Okay. Ich wollte gerade sagen, hier sind immer noch Münzen. Um 7 Stück sogar. Okay, schauen wir mal. Dann soll er wohl doch irgendwo unten in der Anlage sein und nicht beim Funkturm direkt. Ist okay. Ich muss nur gucken, dass ich da runterkomme, ohne zu sterben. Au. Au. Okay, wir haben es überlebt. Der Hintern wird wahrscheinlich ein paar blaue Flecken davon getragen haben, aber das überlebt sie schon. Da, da habe ich einen Hinweis da vorne. Aber ich schätze mal, dass wir... Oh, nein, 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 nein. Das wollte ich gar nicht. Aber ich schätze mal nicht, dass es so einfach sein wird, dass wir den Vogel direkt finden, oder? Wahrscheinlich müssen wir den verfolgen. Der fliegt bestimmt jedes Mal weg. Und wir müssen hinterherlaufen. So ungefähr stelle ich mir das gerade vor. Wow, das war... Da vorne war er gerade. Soll ich ihn einfach töten? Ich meine, das wäre ja ziemlich simpel, ne? Oh, ich hätte ihn einfach töten sollen, bevor er wegfliegt, ich Torf. Das ist ja meine Chance. Nein! Ja, nächstes Mal töte ich ihn direkt, wenn ich ihn sehe. Wirklich, da oben musst du jetzt hin. Der schlimmste Ort überhaupt, wo man da so ganz schlecht hinkommt, nur.
Ich hätte dich am ersten Mal direkt abschießen sollen, ne? Okay, ich hab ihn. Das Dumme ist, ich muss jetzt nochmal hoch. Wir hatten, glaube ich, keinen Shortcut bekommen hier. Oh, was? Ich muss die Informationen nicht holen? Ich dachte, ich müsste sie noch irgendwie holen, die Bergen. Aber ich musste anscheinend nur einen Vogel abschießen. Ja gut, das ist natürlich simpel. Tut mir fast ein bisschen leid. Ich weiß nicht, warum der Vogel extra sterben musste deswegen, aber es war die einfachste Möglichkeit, diesen Job zu erledigen. Also, hey. Das war jetzt kein großes Thema. Hast du den Vogel gefunden? Wir brauchen die Nachricht. Ich habe ihren Vogel gefunden. Hier ist die Nachricht. Wie? Ja, genau das, was wir brauchen. Nachschublinien, Patrouillerouten. Wir legen ihnen einen Hinterhalt. Wir schulden ihnen was, Lara. Wir alle. Schrotflinten Zylinder Choke. Schön, dass ich schon Upgrades bekomme für eine Waffe, die ich noch gar nicht besitze. Aber ich finde das irgendwie so witzig, dass hier so ein kleines Gemälde hängt. Diese alten Halshütte. Fiel mir gerade so ein bisschen ins Auge. Ja gut, das war jetzt ehrlich gesagt sehr simpel und es war ein bisschen weird, dass wir die Nachricht bekommen haben, ohne den Vogel jemals aufgesucht zu haben. Aber irgendwie bin ich auch ganz zufrieden, dass wir da nicht hochklettern mussten. Wäre nämlich ein bisschen nervig gewesen. Dann würde ich fast sagen, jetzt haben wir ja alle Nebenquests gemacht. Also mit sich. Oder hast du noch eine für uns? Ich frag mal lieber direkt. Nein? Gut. Das freut mich. Dann würde ich sagen, machen wir die Folge ein bisschen kürzer. Wir hatten jetzt auch einige längere Folgen zur Zeit. Da kann man ruhig mal eine etwas kürzere haben. Und nächstes Mal machen wir mit der Story weiter im neuen Gebiet. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.